Jan-Josef Liefers überraschte am Samstagabend als das Känguru bei The Masked Singer. Trotz einer energiegeladenen Performance von Robin Thicke's A Blurred Lines bekam der Tatortstar am Ende die wenigsten Stimmen und musste seine Identität preisgeben. Doch was ging ihm durch den Kopf, als er seine Maske abnahm? Seine ersten Worte waren: "Das ist das absolut Verrückteste, was ich je gemacht habe, und ich habe schon viele verrückte Sachen gemacht." Jan hatte auch in den vergangenen Trainingstagen viel Schweiß gelassen. "Ich glaube, ich habe hier 6 Kilo verloren." Trotzdem hatte er Riesenspaß bei The Masked Singer und betonte: "Ich wäre schon gerne noch dabei gewesen. Ich kann nur jedem sagen, der sich noch nicht getraut hat, hier mitzumachen, traut euch." Obwohl Jan nur bei einer Show dabei war, haben einige Fans den TV-Star anhand seiner Stimme erkannt. Auch RT-Team-Star Egorvi tippte auf ihn. Ansonsten fielen Namen wie Kool Savas, Til Schweiger oder auch Götz Alsmann. Wie fandet ihr Jan-Josef Liefers Performance als das Känguru bei The Masked Singer? Stimmt ab und lasst es uns wissen.